Anwendungsfall Crew. So, da können wir das nachvollziehen. Ja. Ich synchronisiere euch das mal nett. So, dann haben wir das doch jetzt eigentlich hier. Diese XML-Nummer, das, Quatsch, mit dem ZIP, das ist vielleicht noch was, was wir in naher Zukunft mal irgendwann auf unsere Liste schreiben können. Das würde ich sagen, ist nochmal eine eigene Philosophie für sich. Und der Unload und Reload, den haben wir in den Komponenten schon drin. Aber im Moment haben wir den Neustart. Und der Neustart ist für mich jetzt erstmal eine gute Lösung, damit wir endlich mal irgendwo anders hinkommen. So. Was haltet ihr davon? Passt das soweit? Weil dann können wir nämlich jetzt mal noch überlegen, wie wir... Oh, mit ein paar Kleinigkeiten müssen wir übrigens noch fixen mit dem... mit der neuen Monogame-UI-Version, die ich irgendwann mal gemacht habe, mit dem Double-Click und dem Icon. Das können wir gleich noch machen, würde ich sagen. Das machen wir mal kurz noch. Jetzt mal merchen und dann schauen. Nein, das genügt nicht unseren Qualitätsanforderungen an eine stabile Development-Version. Wir merchen doch nicht einfach. Ronny hat mich auf der Startseite entdeckt. Ja, ich mich auch. Das ist dann, wenn man mal gefeatured ist, eigentlich gar nicht mehr so schwer. Weil wir dann doch relativ viele hier sind. So. Okay, also im Asset Manager sollten wir mal... Ach, schau an, unser Kollege ist wieder da. Es wird ihm halt auch nicht langweilig, ne? Es ist halt doch schon immer wieder noch Spaß, hier zu sein und mich zu beschimpfen. Mal gucken, was er gleich sagen wird. Es sind noch gar keine, typischen Hitler-Vergleiche gekommen. Das ist eigentlich, das muss man ihm zugute heißen, auf jeden Fall. Wird aber sicher noch kommen. Ich gebe ihm noch 3, 4 Kommentare und dann geht es schon richtig los. Das haben wir, okay. Also, dann würde ich mal den hier in der Tat merchen. Gibt es irgendwelche Einwände gegen dieses Vorgehen, das ich hier gerade plane? Ich glaube, dass wir es ja eigentlich ganz gut im Griff haben. Ja, wer, muss ich an der Stelle wieder sagen, wer jetzt nicht schreit, soll für immer schweigen. Run tests first. Great idea. Das können wir gerne mal machen. Komm, wir starten mal alle unsere Tests, die wir haben. Ja, die meisten von denen funktionieren hier noch. Simple Load. Was haben wir denn da kaputt gemacht? Wir müssen die irgendwann mal wieder fixen, glaube ich. Immerhin haben wir welche. Ja, jedes Mal, wenn wir einen Satz haben. Wo sind die Tests? Dann kann ich sagen, wir haben Tests. Sind nicht viele, aber wir haben welche. Markus fragt gerade, Quatsch, Maximilian fragt gerade, wie lange wir noch machen. Ich merge das mal kurz rüber und dann, glaube ich, haben wir es dann auch. Ich würde dann noch mal kurz den Ingenious Branch anschauen, weil da hat der Julian auch ein bisschen was gemacht. Dass wir den auch noch mal gesehen haben. Und dann, ja. Warte, ich wollte doch irgendwas noch machen, eine Kleinigkeit. Ach so, diesen Monogame UI kurz rüberholen, das können wir noch machen. Um zu sehen, wie wir da weiterkommen, weil da habe ich, wie gesagt, eine Double-Click Funktionalität eingefügt und dieses Track-Icon für das Inventar, das können wir nochmal jetzt resizen, solche Sachen. Also, sowas können wir noch kurz reingucken. Oh, es ist schon 11. Dann vielleicht nicht mehr. So, also, wir merchen mal kurz. Wir merchen gleich in die richtige Richtung. So, Merge from Asset Manager und los geht's. Mi. Ja, ja, ist ja gut. Ich muss hier mal ganz kurz mich auf den aktuellen Stand bringen. Und jetzt können wir das nochmal versuchen. Nein, nicht new. So, Merge from into develop. Los geht's.
Uncommitted geht die Scheiße schon wieder los. Hatten wir nicht beim letzten Mal schon den ganzen Mist? Also, sag an. Gibt's hier noch irgendwas? It's already up to date. Ja, das überrascht mich jetzt dann doch, wenn du so viele Updates noch zu tun hast. Okay, machen wir es halt so. Beim letzten Mal hat das ja auch geholfen, ne? Bevor ich jetzt lange rummache und sage, nein, das kann nicht in Visual Studio liegen, starte ich es einfach mal neu. Weil das war ja beim letzten Mal ein ganz, ganz smarter Move, um dieses Problem zu lösen. Schauen wir mal. Ob dies auch diesmal funktioniert. Sehen wir. Wenn das Licht angeht, ja nicht wirklich. So, das machen wir auch wieder zu. Jetzt haben wir einen kurzen Ausflug in unsere Test-Library gemacht und festgestellt, alles noch beim Alten. Alles gut, wollte ich jetzt nicht sagen, aber wir sind immer noch da, wo wir auch beim letzten Mal waren. So, und jetzt merchen wir die Scheiße mal rein jetzt hier. So, jetzt kack dich mal jetzt nicht an. Was ist denn hier los? Was ist denn? Komm, sag an, was ist dein Problem? Was ist denn das Problem? Nein, nicht neu, sondern. Achso, na Scheiße, habe ich noch nicht gemacht. Mal wieder bin ich mit Git vollkommen überfordert. Tja, wie macht man hier ein Merge damit? Ich will was nach was mergen. Wie funktioniert das denn hiermit? Das ist bisher nur mit dem anderen gemacht. So, Develop. Ich hole mir jetzt mal. Habe ich irgendwas grundlegend falsch gemacht? Mal wieder. Ja, ich bin ja ein ganz großer. Geh mal auf die Änderungen, sagt Manuel. Welche Änderungen meinst du? Ich hole aber noch lieber hier hin. Kann man vielleicht sehen, was für uncommitted changes hier? Die Frage ist vielleicht da drin noch irgendwas, was ich nicht committed habe. Hier sind wir aktuell. Das ist toll. Und hier gibt es nichts zu committen. Das ist auch schön. Branches. Dann wechseln wir nochmal hier rüber. Gucken, ob wir hier vielleicht irgendwas noch nicht committed haben. Ist doch alles toll. Sehr schön. Das ist ganz toll. Ich glaube, ich muss auf den Zielbranch. Ja, da bin ich ja. Ich bin auf dem Develop-Branch. Da bin ich. Da gibt es keine Changes. Hier gibt es auch nichts mehr, was ich irgendwo herholen könnte. Hier gibt es kein. Ist up to date. Ist already up to date. So. Und jetzt versuche ich den Merge from dem. Achso, hier gibt es einen lokalen und einen Origin. Achso, vielleicht versuche ich es mal mit dem, oder? Ja, leck mich doch am Arsch. Dann versuchen wir es halt mit dem da hinten. Ist mir doch egal jetzt hier. Da sind 7 uncommitted changes und ich weiß nicht, was er will. Das Web-UI. Ja, Freunde, jedes Mal, wenn ich mit diesem Git irgendwas machen muss, liegt das immer genau. Also es ist ja, es zeigt sich nicht von der besten Seite, dieses Tool. Und vor allem diese Fehlermeldungen sind mir halt auch einfach ein großes Rätsel. So, also, wir sind jetzt hier vollständig auf dem aktuellen Stand. Sowohl mit dem einen als auch mit dem anderen. So, Julian fragt vorsichtshalber nochmal, ob ich alles committe. Also, ich bin auf dem Development Branch. So, und hier versuche ich hier irgendwas zu committen, aber da ist nichts, was ich committen könnte. Also vermute ich, dass ich alles committed habe. Hier gibt es scheinbar nichts mehr zu tun. Ich kann natürlich auch gerne mal diesen klassischen Sync machen. Der wird mir dann auch sagen, dass alles super ist. Die Projektdatei, Versionsänderungen, auch das nicht. Fetch, da ist nichts. Pull, sowieso nicht. So, da sind wir already up to date, sagt Visual Studio.
So, da brauchen wir immer eine ganze Folge, um Dinge zu merchen. Das ist auch immer toll. Da freue ich mich immer ganz besonders. Und dabei arbeite ich alleine an den Projekten. Ich will gar nicht wissen, wie das ist, wenn es da zu Merch-Konflikten kommt. Das ist ja ein Trauerspiel hier. So, okay, also, jetzt bin ich wieder auf meinem Asset Manager. Der ist jetzt. Okay, Julian weist mich gerade darauf hin, dass das natürlich auch passieren kann ohne Commits, aber hier auch. Dingens hier, da ist nichts. Da ist nichts, was ich committen könnte. Da ist nichts. Übersehe ich irgendwas? Ich oute mich ja mal wieder gerne als absoluter Git-Profi. So, Merge Into ist jetzt die andere Variante. Was ja auch nicht so einfach ist mit Visual Studio, da geht es nämlich nur einen Merge From. Und letztendlich ist es ja wurscht, weil wir können es mal so rum versuchen. So hatten wir es ja auch immer gemacht. Ja, leck mich doch, jetzt sind es nur noch zwei, aber wir kommen der Sache näher. Eben waren es noch 27, jetzt haben wir ein 7, jetzt hier, jetzt sind es nur noch zwei. Jetzt, ja, wenn wir jetzt noch ein paar Mal Sync drücken und noch ein paar Mal die Nachricht kriegen, dass alles up to date ist, dann kriegen wir vielleicht auch irgendwann eine Version, mit der wir arbeiten können. So, mal gucken, vielleicht ist jetzt nur noch einer. Wäre natürlich der Hammer. Fetch, pull. So, ich fetche und pulle einfach mal alles hin und her. Dann branchiere ich mal wieder und merge. Mir ganz egal von wo nach wo, Hauptsache irgendeiner funktioniert. Ja, es bleibt bei zwei, wir kriegen sie nicht weg. Git Push, ja. That GUID ist, ja, that GUI ist weird. Well, it's Visual Studio. Das ist, okay, so, versuchen wir es mit einer anderen GUI, wenn euch die zu wirr ist. Und versuchen es damit. Allerdings komme ich damit jetzt nicht so ganz klar. Ich will das hier merchen, aber wohin ist die Frage? Das kann ich hier irgendwie nicht sagen. Pick a commit to merge into your current branch. Ach so. Okay, ah, alles klar. Also, Asset Manager, dann holen wir uns den letzten Development Branch. Bitteschön. Ach, geht nicht. Ach, super, das überrascht mich ja jetzt wirklich. Konflikt. Merge-Konflikt mit Assets Crew XML. Automatic Merge Fail, weil ich nicht in der Lage bin, Textfiles automatisch zu mergen. Weil ich ein ganz tolles Tool bin. Ich kriege jedes Mal die Krise mit dem Scheiß. Echt jedes Mal. Okay, aber wir haben jetzt einen Anhaltspunkt, an welcher File es liegt. Leck mich doch. So, es liegt an dieser. Ach, schau an, was ist jetzt hier? Jetzt sind wir auf dem Asset Manager. Jetzt können wir irgendwas committen. Hier kann ich die Konflikte resolven. Das ist ja mal schön. Merge. Dann nehmen wir doch Diddy hier. Ist das jedes Mal ein Scheiß? Also ehrlich, es ist zum Kotzen. So, welche ist jetzt neu? Da bin ich jetzt leider raus, weil das habe ich nicht gemacht. Asset Component. Die haben wir doch beide jetzt noch, oder? Ne, Asset Component haben wir. Die ist da. Beides und das da. Alles klar? Dann will ich den sehen, bitte. Da. Ja, nehmen wir mit. So. Ja, wir kommen der Sache jetzt so langsam näher. Hätte wieder eine ganze Folge werden können. Da ist es dieser hier. Und dieser hier. Accept Merge. So, guck mal, was wir jetzt gemacht haben. Wir haben gemerged.
Nur so aus Interesse, ob das hier noch kompiliert. Das kompiliert natürlich nicht mehr. Natürlich nicht mehr. Ist ja klar, dass das nicht mehr kompiliert. Was denn? Ja, Object Reference? What? Ach, wir haben hier keine Settings. Die Settings fehlen hier jetzt. Wo kommen die her? Aus Game Settings, hoffe ich. Oh, was habe ich die Schnauze voll? Coding-Verfahren geht schlafen. Ich auch gleich. Ich. Ah. So, Game ist natürlich jetzt hier nicht mehr da. Ist klar, logisch. Ja, logisch. Oh Mann. Wir brauchen die Settings-Instanz hier. Private Settings. Game Settings. So. Dann nehmen wir auch gleich die lokale. Dann machen wir es so. Meine Fresse. Also. Ups. Load Texture from. Oha, habe ich das Gefühl, dass hier gerade ganz alte Daten am Start sind? Boah, ist das eine Scheiße. So, das sind wirklich ganz alte Dinger, glaube ich, weil das hier ist nicht mehr der Asset Manager, das ist whatever. Das ist noch, wir laden noch mal alles aus einer Datei. Ich kriege das Kotzen. Boah, ist sowas. Ja, das war jetzt echt wieder ganz großes Kino. Option Screen. Hatten wir den nicht vernünftig gemerged? Okay, dann holen wir den hier wieder zurück. Wie auch immer ich das jetzt hier ganz kurz machen kann. Kriege ich den hier? Ich will ja nur die eine Version dieser Datei. Ich will ja nicht alles rückgängig machen. Ich bin ja ganz glücklich, dass das jetzt hier gemerged hat. Wobei, wer weiß, was hier alles fehlt, gell? Jetzt doch nochmal gucken, was hier alles passiert ist. Oh, hier sind wichtige Dinge passiert, wie ich sehe. Gibt es sonst noch irgendwelche Schwierigkeiten oder sind es die beiden, die letzten? Bodev fragt, ob ich hier gute Spenden bekomme. Also, wenn ich welche kriege, sind sie gut, aber es ist jetzt nicht so, dass ich davon leben kann. Also, nein. Ah, Manuel sagt gerade, dass ich die falsche Version ausgewählt habe. Okay, das beruhigt mich ein bisschen, wenn ich den Fehler gemacht habe. Dann bin ich nur halb so böse. Allerdings werde ich mir jetzt die zwei Zeilen rauskopieren bei der Version, die noch in Ordnung war. Nicht beim Master, um Gottes Willen, nicht beim Master. Hier, ah, hier ist eh noch nichts drin. Dann hole ich mir schnell die Datei hier raus. Nicht in Master, sondern in Dev. OctoAwesome Client. Weil dann lasse ich das, wie das ist, und dann fange ich jetzt nicht an, hier irgendwelche Sachen zu bewerten. Options, 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 Options. Achso, hier ist ja noch der alte Scheiß drin. Okay, dann brauche ich natürlich Asset Manager. Bin ich jetzt noch in derselben Datei? Cool. Das ist cool.
Assets load, bla bla bla. Die hier brauche ich, ne? Und dann ersetze ich das doch eben noch mal kurz so. Meine Fresse. Ach, das ist Icon Braun. Das ist aber was anderes, ne? Button Braun. Scheiße. Die hier brauche ich. Icon. Das ist aber beides Icon. Oh Gott. Du, ich habe so keinen Bock mehr gerade. Das glaubst du ja gar nicht. Icon Check. Die hier will ich haben. So. Wunderbar, dann haben wir doch, als ob nichts gewesen wäre, haben wir wieder eine Dreiviertelstunde zum Merchen gebraucht, wie immer. Und mit ein bisschen Glück läuft es jetzt sogar noch. Aber da müssen wir schon ganz viel Glück haben. Uhu. Fett. Hätte ich jetzt irgendwie nicht mehr erwartet, dass es noch läuft. Okay, alles noch gut. Ah, schön, schön, schön. Dann checken wir das doch mal jetzt hier verdammt nochmal ein. So. Ja, ich bin auch entzückt, dass es funktioniert noch. So, also. Wo sind wir? Im Asset Manager. Naja, gut, egal. Dann machen wir den jetzt und dann zünden wir das zurück in den Development Branch. Wenn das noch geht, wer weiß das schon so genau. So. Jetzt, Sattle. Dann machen wir sonst nichts mehr, gell? Kein Bock mehr. Want to stop debugging? Mir wäre nicht klar, dass das Programm noch läuft. Also ja. So, und jetzt aber hier. Merge from. Achtung, haltet euch fest. Wir mergen mal kurz. Ist euch gerade aufgefallen, dass es gerade so funktioniert hat, ohne dass ich irgendwie. Das ist ja, das hätte ich so nicht erwartet. Das irritiert mich jetzt schon ein bisschen. Bin ein bisschen enttäuscht vom Tool. Gut, also, ja. Wir sind im Development Branch. Haben unseren Asset Manager abgeschlossen. Das heißt, ich würde zur Feier des Tages auch mal Folgendes machen. Den hier wieder in die Tonne treten. Entschuldigung, das wollte ich noch anschauen. Das mache ich jetzt nicht mehr. Das mache ich jetzt nicht mehr. Wer spammt denn hier? Was ist denn? Gear of Proof von Bob Stryker. Ja, okay. Soll ich das machen? Ach, wegen dem Bild? Ja, super. Ja, toll. Na, darf ich das mal kurz hier starten? Nein? Ein Bild. Knallt's jetzt noch? Wahrscheinlich. Eigentlich will ich es gar nicht wissen. Oh. Weil das Bild normalerweise wo liegt? Wo ist das denn hin verlinkt? Achso, deshalb. Assets, Okta aus dem kleinen Crew. Wo ist das Bild denn eigentlich? Das müsste doch hier eigentlich drin liegen. Tut's aber gar nicht mehr. Haben wir das rausgelöscht? Bild ist nicht da. Das Bild fehlt, deshalb funktioniert es nicht. Schön. Da ist es. Da gehört es aber eigentlich gar nicht hin. Das muss nach da unten. Weil ich würde an der Stelle. Okay, das mache ich jetzt noch. Das ist mir jetzt aber. Das ist doch scheiße. Crew Member Screen.
Weil das kommt von. Wo kommt das Bild her? Wo laden wir das denn? Texture Asset Load. Ah, Screen Component. Deshalb. Achso, nee, überhaupt nicht deshalb. Das ist doch alles richtig. Das ist doch dann gut. Dann muss doch hier einfach nur Bob Stryker drin stehen. Der Rest passiert von alleine. Die sind weg. Also da. Und das ist, passt auch alles so wunderbar. Also. Das Profilbild von diesem Mob Striker gefixt. So, jetzt wird aber gut. Alright. Feierabend. Feierabend. Nochmal Glück gehabt. Ja, das ist in der Tat richtig. Das mit dem Merch. Naja, solange ich nur auf einem Branch arbeite, alleine arbeite und ja, dann geht das schon. Aber wehe, man mercht was. Oder so. Gut. So, er wird wieder gelästert über mich, wie sie. Ach, schön. So, Feierabend jetzt. Ah. Oh. Mein Freund Git und ich sind schon, ja. Ich lasse das immer von Gitflow machen, lieber Maximilian. Das macht genau dasselbe wie wir. Da passiert keine größere Magic. Das ist derselbe Prozess.